Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Vision Box von Kurdo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Vision von Kurdo. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier eine quadratische Box in schwarz gehalten und hier in rot, man spürt es auch, mehr oder weniger die Silhouette oder das Profil von Kurdo hier aufgedruckt mit dem Schriftzug Vision und Kurdo. Ansonsten die Box glatt schwarz rundherum und auf der Rückseite, auf der Rückseite haben wir einmal einen Barcode, der allerdings nur aufgeklebt, und hier unten die Credits. Okay, was mir schon mal sehr gut gefällt, dass es nicht so eine Standard-Klappbox ist, sondern dass der Deckel komplett abzunehmen ist. Innen auch schwarz. Und hier sieht man sogar die Prägung von Vision. Und dann haben wir einmal ein T-Shirt, das Album, einen quadratischen Sticker, eine DVD, noch einen Sticker in quadratischer Form und noch einen Sticker in runder Form und ein Poster. Alles klar. Gut, die Box machen wir wieder zu und wie immer starten wir mit dem Album. Also, wir sehen hier Kurdo auf einem Ledersessel, Zigarette rauchend und mit Blick auf diesen Globus, also die Vision eben speziell auf diesen Globus, auf das, ich sag mal, große Ganze bezogen. Almas Music präsentiert. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben 15 Tracks und hier haben wir noch die Info, CD1, CD2. Also CD1 ist Vision Album und CD2 Vision Instrumentals. Ist leider sehr schwer zu lesen, weil sie auch sehr spiegelt und so dunkelrot auf schwarz, aber ja, deswegen habe ich es vorgelesen. Okay, wir haben 15 Tracks und wir haben Features von Kollega und Farid Bang und Genetik. Das sind die einzigen Features und von den 15 Tracks sind meine Favoriten Stalin, alleine schon wegen den Features mit Kollegen und Farid Bang, aber insgesamt guter Track. Und Vision. Also die beiden sind meine Favoriten. So, dann kommen wir als erstes mal zum Booklet. So sieht das Ganze aus, kennen wir schon. Und dann haben wir hier die Infos über alle Tracks, inklusive Beats, wer die Beats gemacht hat. Also hier im Detail. Dann hier noch eine Aufnahme von Kurdo, der hier in der Dunkelheit steht, mit schwarzem Pullover. Die restlichen Tracks aufgelistet und hier noch das Logo von Almas, schwer zu sehen. Ah, hier nochmal besser, okay. Gut. Dann haben wir hier die CD, die Album-CD. Das Cover kennen wir ja schon. So sieht das Ganze aus. Und dann haben wir natürlich auf der Rückseite die Instrumentals. Diese mit anderem Cover. Also wir haben hier nicht Kurdo im Ledersessel, sondern dieses Foto, das wir auch schon aus dem Booklet kennen, wo er im Dunkeln steht. Und hier noch das Cover, das wir von der Box bereits kennen. Also, Boxdeckel. Nur diesmal mit weißer Schrift. Sehr schön. Dann haben wir die DVD. Was gleich natürlich mal auffällt, ist der fette 16er. Dieser leider aufgedruckt und nicht per Sticker drauf gemacht. Das ist natürlich mühsam, weil jetzt können wir diesen Sticker nicht abmachen und müssen mit diesem 16er leben. Finde ich schade, weil gerade diese großen FSK-Logos das ganze Cover immer zerstören. Gut, hier haben wir die Credits und nochmal das Gesicht von Kurdo.
Und hier haben wir noch unsere Vision. Kurdo DVD steht hier. Ich muss ehrlich sagen, die DVD habe ich mir nicht angesehen. Lass mich mal überraschen, was darauf zu sehen ist. Dann haben wir drei Sticker an der Zahl. Einmal diesen Sticker in quadratischer Form mit Kurdo Vision und Kurdo Schriftzug. Dann einmal das Cover. Schwarz, Rot und Weiß. Vision Kurdo, ebenfalls quadratisch und etwas größer. Und als dritten Sticker haben wir dann noch das Logo von Almas in runder Form. Das ist auch relativ groß, der Sticker. Okay, dann haben wir, bevor wir zum T-Shirt kommen, noch ein Poster. Das dürfte auch riesig sein. Schauen wir mal. Und es ist auf jeden Fall doppelseitig bedruckt. So eine Sache. So, also wir haben einmal Kurdo hier mit schwarzem Hintergrund abgebildet. Das ist das Poster. So sieht das Ganze aus. Und dann haben wir auf der Rückseite im Hochformat das bekannte Cover, also hier in diesem Rot-Schwarz-Design Kurdo Vision. Je nachdem, wofür ihr euch entscheidet, ob für die hochformatige Seite, diese hier, oder ob für die Rückseite im Querformat, ist natürlich wie immer euch überlassen. Auf jeden Fall sehr, sehr dunkel, sehr düster das Ganze, so beide Seiten sehr schwarzlastig. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box dieses T-Shirt. Und auch hier wieder das bekannte Cover. Also schwarz-rot, Kurdo mit diesem Vision-Schriftzug. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Softstyle Größe L Made in Bangladesch. Und das Ganze ist 100% Baumwolle. Alles klar. Schauen wir uns jetzt nochmal kurz im Detail an, damit ihr hier noch einen besseren Eindruck bekommt. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben das schwarze Shirt und hier das rote Gesicht mit dem Vision Kurdo Schriftzug und unten noch die beiden Hände. Also exakt dasselbe Motiv, das auf dem Boxcover drauf ist. Und sieht echt gut aus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann das Poster, doppelseitig bedruckt, einmal Querformat, einmal Hochformat. Einen Sticker, zwei Sticker und einen dritten Sticker. Die Kurdo Bonus DVD, die Vision DVD, unsere Vision DVD in einer Papphülle. Und das Album Vision inklusive der Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box Vision von Kurdo. Mich würde natürlich interessieren, was ihr von dem Album bzw. der Box haltet. Eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kurdo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.